Moins und hallo Leute, willkommen bei der nächsten Mac-Vorstellung. Direkt zwei in einer Woche, ist das nicht unfassbar? Dieses Mal geht's um den Enforcer, der zweite Mac aus den Reihen der Reinforcements, die jetzt ja zur Hälfte ausgeliefert wurden. Natürlich wird auch dieser hier irgendwann für MacRails und Siebels ganz normal auf dem Markt unterwegs sein. Jetzt gibt's aber erstmal die feuchtfröhliche Vorstellung von diesem kleinen Rabauken. Seit er das erste Mal in den die Produktionsreihen verließ, wurde der Enforcer das mittelgewichtige Arbeitstier der Vereinten Sonnen während der Ära der Vereinigungskriege. Das lag besonders mit daran, dass die Produktion des Enforcers während der Vereinigungskriege relativ ungestört verlief, während die Vereinigten Sonnen ansonsten anderweitig eher eine relativ schlechte Industrialisierung hatten. Die autokanonenaffin bewaffneten Streitkräfte der Vereinten Sonnen bauten ihre Mech-Streitkräfte nach dem Zusammenbruch des Sternenbundes auf und entdeckten die Blaupausen eines ungebauten Sternenbund-Mechs mit Autokanonen. Das war natürlich schon ein Fall von ziemlich perfektem Timing dann. Und nachdem sie eines der Designs ein bisschen modifizierten, indem sie zwei Medium-Laser durch einen Large-Laser ersetzten, jagte Arcana Battle Max das Design durch die Entwicklungsphase und begann die Produktion im Jahr 2777. Der Enforcer erfüllte die Rollen eines mobilen Sperrfeuerfahrzeuges, einen Feuerregen loslösend als offensiven Auftakt oder um eine gegnerische Attacke auszubremsen, und eines Kavallerie-Max, indem er seine dicke Frontpanzerung und die Sprungreichweite von ganzen 120 Metern einsetzte, um effektiv im Nahkampf rödeln zu können. Was trotz fehlender Handaktuatoren dennoch wohl ganz gut abging. Die robuste und preiswerte Mobilität, die das Design mit sich brachte, machte ihn außerdem zu einem hervorragenden Stadtkämpfer, besonders indem er Feinde bei Hit-and-Run-Angriffen mit schnellen, gezieltem Feuer bearbeitete. Eines der Probleme der Variante war sein begrenzter Munitionsvorrat. Selbst wenn ein Nachschubsystem während weniger mobiler Kämpfer so eingesetzt wurde, hatte er da dennoch leichte Probleme. Obwohl versucht wurde, einen Small Blazer wegzulassen, dafür eine weitere Tonne Munition einzusetzen, ergab sich das Problem, dass die recht weitläufige Munitionsführung da doch etwas schwierig werden könnte, weil die Munition im linken Torso sitzen würde und die Waffe halt im rechten Arm. Die Munitionszuführung müsste da über den noch relativ schwach gepanzerten Rücken laufen, und durch den langen Weg ergab es sich immer wieder, dass es dann dass die Blockierrate der Waffe leicht erhöht war oder auch längere Nachladezeiten einfach das Resultat waren, was die Feuerrate auf ein inakzeptables Level reduzierte. Außerdem mussten die Ladungen... Ach Quatsch, das habe ich ja gerade schon erzählt. Miscusi. Als das New Avalon Institute of Science viele Geheimnisse von Lostec entschlüsselten, brachte Arcana viele Veteranen-Enforcer-Piloten mit ein, um beim Design eines neuen Modells zu helfen, dem Enforcer 5D. Ist im Übrigen nochmal dieses Schätzchen hier. Diese Variante wurde der Standard-Medium-Mac für das vereinte Commonwealth, als er im Jahr 3050 sein Debüt feierte und die bewaffneten Streitkräfte des vereinten Commonwealths unterzeichneten direkt einen Vertrag über die Produktionslinie der kommenden 10 Jahre. Die Streitkräfte verteilten die neuen Battle-Macs in Schlüsselformationen, einschließlich der Davian Brigade of Guards, den Royal Guards und den Fatcom Corps, und kaufen Arcanas Upgrade-Kits für andere bedeutende Einheiten. Jedoch ließ die aufkommende Clan-Invasion die Nachfrage nach dem Enforcer stark ansteigen, weshalb Arcana nicht mehr in der Lage war, die Anforderungen komplett zu erfüllen. Das veranlasste Prinz Hanse Davian dazu, den Kellen Industries die Lizenz der Produktion von Enforcern zu ermöglichen. Beide Firmen produzierten nun wirklich wie der Berserker in den kommenden 20 Jahren fleißig Enforcer bis zum Dschihad, als die Fabrik der Kellan Industries auf Talon, dem Mond von Wernke, in 3069 zerstört wurde. So, also die grundlegende Hauptbewaffnung ist eigentlich beim ersten Standard Enforcer eine AC-10, ein Large Laser sowie ein Small Laser. Das Upgrade später, die meistverbreitete Variante, war dann der Enforcer 5D, wie wir ihn hier sehen, mit einer LB-10XAC, einem IR Large Laser sowie einem Small Laser. Die dritte Variante, die wir hier erhalten haben, der Enforcer 5P mit seinen zwei Ultra AC5ern, das ist tatsächlich ein Design, welches von PGI für MacWarrior Online entworfen wurde. Also es ist noch nicht im Battletech-Universum generell existent. Es wird gemutmaßt auf SanaNet, dass es theoretisch während der laufenden Clan-Invasion entwickelt worden sein könnte. Finde ich prinzipiell auch gar nicht so abwegig, weil das Teil eine Bewaffnung hat, die
sehr schnellen Schaden an den Mann bringt mit seinen zwei Ultra AC5ern, hat entsprechend auch ein paar Quirks dafür. Die Dinger, die haben einen insgesamt 20% verringerteren Cooldown durch die Quirks, 20% weniger Hitze und die Geschosse fliegen auch nochmal 20% schneller. Also ist er in diesem Fall schon ein ziemlich guter Ultra AC5 Hit and Run Mate, kann man sagen. Weil Ultras ja auch gerne mal blockieren, ist es perfekt, sich irgendwo schnell aus einer Position herauszubegeben, mit den Dingern dann ordentlich draufzuhalten und wieder abzuhauen, was Clan Max auch schon sehr gut zermürben könnte. Die Standardvariante mit der AC10, also der Enforcer, bleibt mal eben bei dem 5P, um mal eben auf die Hardmax einzugehen. Der hat nämlich insgesamt 4 Ballistic und ein Energy Slot, ist dann schon so ein bisschen arg darauf ausgelegt, dass man grundlegend eher die Ultras verwendet. Was auch nicht so schlimm ist, meiner Meinung nach. Man könnte auch versuchen, ein Build mit Dual AC10 zusammenzubauen. Was ich nicht unbedingt machen würde, wäre halt auf 4 Machine Guns und dann eine PBC zu setzen oder sowas. Ich meine, klar, dann könnte man mit der entsprechenden Engine vielleicht sogar eine wirklich krasse Geschwindigkeit erreichen. Wobei er mit seiner XL250 ohne Speedweak auch schon 81 erreicht. Das ist, glaube ich, so ziemlich fast das Limit. Es wäre halt so ein bisschen underpowered. Also es läuft in der Regel, denke ich mal, auf 2 Ballistics hinaus, AC5 und aufwärts, beziehungsweise Ultra AC5 und aufwärts wäre da das sinnigere Ultra AC5, AC10. Vielleicht auch irgendwie eine Ultra AC20 und 3 Machine Guns oder sowas. Da kann man ein bisschen rumprobieren, aber es ist wirklich mehr so ein Second Line Fire Supporter, würde ich eher sagen, und halt Hit and Run dank der Ultras. Der Enforcer 4R, das grundlegende Standardmodell, anfangs mit der AC10 und dem Large Laser, würde ich so auch fast schon lassen. Also ein bisschen bearbeiten natürlich, die AC10 drin lassen, etwas mit Munition reinpacken und dann 5 Medium Laser, was für einen Medium Mac dann schon ziemlich genial ist. Man muss hier nochmal gucken, inwieweit der dicke Klops auf dem Brustkorb sich vielleicht als Center-Torse erweist. Also von der Seite her kann man die Seitentorse wahrscheinlich gut abdecken, weshalb hier eine XL-Engine gar nicht so verkehrt wäre. Dann könnte man die AC-10 mit 5 Medium-Lasern auch ziemlich sicher und hitzeeffizient fahren. Auf jeden Fall ziemlich gut halt, und das wäre dann gar nicht mal so verkehrt. Man hätte immer noch eine adäquate Geschwindigkeit. Würde man das Ganze mit der Standard-Engine starten, wäre es ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr langsamer sogar. Müssen wir mal gucken, ob sich das denn noch rentiert. Aber dank der Jumpsets ist das Ding dann auch schon wieder ein bisschen mehr im Vorteil, kann man definitiv sagen. Das 5D-Modell, was sich dann ja im Endeffekt der größten Beliebtheit erfreute, nachdem das Ganze nochmal überarbeitet wurde, hat hier 2 Ballistic-Slots und 3 Energy-Slots. Da kann man natürlich ein bisschen rumprobieren. Wobei die Ballistic-Slots beide im rechten Arm sitzen. Also ist es mit dem Rumprobieren auch relativ schnell wieder am Ende. Man könnte aber zum Beispiel 2 AC2er und 3 Medium-Laser einsetzen. Vielleicht sogar 2 AC5er, wenn es vom Platz her passt. Da bin ich mir gerade nicht voll sicher. Aber wenn man hier diesen Mac mit den mit der Pumpgun fährt, vielleicht noch mit 3 Medium-Puls-Lasern oder vielleicht 2 Large-Lasern oder sowas, dann könnte er tatsächlich auch schon wieder einer der gefährlicheren Kandidaten werden. Also ich werde ihn auf jeden Fall vorerst nur mit der Pumpgun fahren, also die LB10XAC, einfach weil ich die Pumpgun sowieso ziemlich geil finde. Und hier ist das Ding nochmal dank der Quirks 20% schneller. Das ist dann für mich persönlich ein wunderbares Erlebnis. Ja Leute, soweit die Mac-Vorstellung meinen ersten grundlegenden Ideen zu dem, was man da so reinbasteln könnte. Ich bin natürlich für eure Builds offen, was ihr da so vorhabt, was ihr meint, was man machen könnte. Und werde da mal ein bisschen rumbasteln, rumprobieren und natürlich auch das eine oder andere Video dazu raushauen. In dem Sinne Leute, besten Dank fürs Zugucken, haut weg, bis die Tage mal.